Möchte Sie herzlich begrüßen hier am Freitagnachmittag zu diesem Webinar und möchte Sie darauf hinweisen, dass wir dieses Webinar aufzeichnen. Das heißt, Sie können das Webinar nachher auf YouTube nochmal nachhören. Hinaus werden die Folien unter dem SlideShare-Netz und der IT Solution GmbH abgelegt. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie weitere Webinare und Veranstaltungen unter ibsolution.de/Veranstaltungen finden können. Kurz zu mir, ich bin Andreas Zickner, ich bin Berater für Identity und Access Management und werde Sie hier durch das Webinar geleiten. Kurz zu ibsolution. Die ibsolution ist ein SAP-Beratungshaus mit drei Geschäftsschwerpunkten. Beratungsschwerpunkten, das eine ist Business Intelligence, in dem wir den ganzen Bereich Reporting und BI haben. Den Bereich Prozessoptimierung, in dem wir uns mit Master Data Management und Identity Management Themen beschäftigen. Und noch die Technologieberatung, in der hauptsächlich auch unsere Produktsuite Agimento angesiedelt ist. Das Webinar heute oder das Thema IT Service Request wird sich in eigentlich ursprünglich aus dem Gebiet Prozessoptimierung beschäftigen, hat aber auch natürlich ein Standbein in Technologieberatung, da es sich ja auch um ein Agimento-Produkt handelt. Die ibsolution ist in Deutschland an drei Standorten vertreten, in München, in Neuss und unser Stammsitz ist in Heilbronn. Genauso gibt es eine Niederlassung in der Schweiz und in Bulgarien, in Sofia. Sie sind während der gesamten Präsentation stumm geschalten. Sie können also noch mich hören. Wenn Sie Fragen an mich haben, würde ich Sie bitten, dass Sie die im Chatfenster schreiben. Es ist so, dass unsere Moderatorin aus dem Marketing wird diese Frage dann an mich weiterleiten. Am Ende des Webinars werde ich dann diese Fragen alle gesammelt beantworten. Ich möchte auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Webinar aufgezeichnet wird. Zur Agenda. Ich werde beginnen mit einer kleinen Einführung und vor allem mit den Begriffen, da es hier immer sehr unterschiedliche Darstellungsweisen und auch sehr unterschiedliche Sichtweisen gibt. Ich möchte dann was zur Ausgangslage und Motivation zum Thema IT Service Request darlegen, um dann auch IT Requests und Identity Management in eine gewisse Beziehung zu setzen oder Ihnen zu erklären, was meine Sicht der Dinge ist, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Dann ein kleiner Ausflug über Benutzerführung und Benutzeroberfläche, wie das Ganze aussieht. Dazu ein paar Übersichtsfolien, wie das bei uns in unserer Agimento Suite aussieht. Und dann zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung und der Platz für Ihre Fragen. Beginnen wir mit den Begriffen. Identity Management, auch kurz IDM, bezeichnet, beinhaltet die Verwaltung von Benutzerkonten und Berechtigungen, die jeder im Unternehmen entweder in einem Employee Self-Service, also für sich selbst beantragt oder für jemanden anderen beantragt, was der Manager Self-Service ist. In der Regel haben wir in diesem Prozess bestimmte Genehmigungen durch Vorgesetzten oder durch verantwortliche Personen durchgeführt werden müssen, bevor jemand zum Beispiel ein Konto auf einem bestimmten System SAP-Mandanten bekommt. Und wir haben natürlich das ganze Berichtswesen. Wir wollen eine Nachvollziehbarkeit, wer hat welchen Antrag für wen, für wie lange genehmigt, solche Dinge. Kommen wir zum nächsten Gebiet, IT-Services, Dienstleistungen. Hier sprechen wir von, ich brauche für meinen Arbeitsplatz brauche ich einen PC in irgendeiner Form, eine Hardware, also einen Laptop oder einen Desktop-PC, ich brauche bestimmte Softwarekomponenten, um damit arbeiten zu können und ich brauche auch bestimmte IT-Dienstleistungen unter Umständen wie Installation oder auch hier ein Beispiel Umzug eines Telefons. Es kann sich aber auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, es kann sich aber natürlich auch um Schreibtische, Stühle, Büromaterialien bis hin zum Kaffee oder zum Papier handeln. Auch hier haben wir für bestimmte Dinge Genehmigungen durch einen Vorgesetzten oder eine verantwortliche Person.
Und auch hier brauchen wir natürlich eine Nachvollziehbarkeit. Wer hat denn was erhalten und verwendet dies noch? Ja. Gegebenenfalls haben Sie an diesem Punkt auch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung, also eine Verrechnung. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Hardware und Software denken, wenn da monatliche Kosten anfallen dafür. Was verstehen wir jetzt hier in diesem Webinar unter dem Kontext IT-Service-Request? Unter einem IT-Service-Request verstehen wir alle IT-Dienstleistungen, die ein Mitarbeiter verbraucht, um an seinem EDV-Arbeitsplatz arbeiten zu können. Dazu gehört die Hardware, die Software, bestimmte Services, also Dienstleistungen, die man dazu braucht, um arbeiten zu können, um mit diesem Material arbeiten zu können. Und dazu gehört dann auch das Thema Identity Management. Das heißt, Identity Management selber, also Benutzerkonten und Berechtigungen, gehören in diesem Zusammenhang schlicht und ergreifend zu einem IT-Service dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Neueinstellung einen PC bekomme, dann brauche ich eine Software dazu und ich brauche aber auch ein Active Directory-Konto, um damit arbeiten zu können und ein Passwort. Das heißt, aus Mitarbeitersicht die IT-Dienstleistung umfassend alle diese Dinge. Kommen wir zur Ausgangslage. In vielen Unternehmen in jedem Unternehmen haben wir IT-Services und Leistungen. Es gibt aber dort wieder sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie so etwas bestellt wird. Selten trifft man nur noch an, dass formlose per E-Mail oder per Telefon, ich brauche einen Arbeitsplatz, das sind in der Regel sehr, sehr kleine Unternehmen, 10, 20, 30 Mitarbeitern oder aus dem Handwerk. Kommen wir aber in größere Kategorien, haben wir oft PDF oder Word oder Excel-Formulare mit oder ohne Freitext in irgendeiner Form, in der Haken gemacht werden und bestimmte Dinge werden zusammen konfiguriert. Auch hier gibt es schon gewisse Abzeichnungen, dass das Unternehmen schon den IT-Service, zum Beispiel die Hardware, clustert und sagt, okay, es gibt einen mobilen Arbeitsplatz und es gibt einen festen Arbeitsplatz. Ja. Was man sehr häufig antrifft, sind, dass es an dieser Stelle Eigenentwicklungen gibt zur Antragstellung und zur Genehmigung. Das heißt, das Unternehmen hat selber etwas entwickelt, zum Beispiel in einer ABAP-Anwendung oder in einer Web-Anwendung auf Basis von Apache oder JBoss, um so eine IT-Dienstleistung zu bestellen. Ja, also dieses Formular, Word, Excel oder PDF-Formular sozusagen elektronisch abzubilden und dass dann daraus zum Beispiel ein Ticket gemacht wird, das im Ticketing-System läuft. Wenn wir den Status quo anschauen, wo wir heute sind, das ist natürlich jetzt von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ich habe hier jetzt einfach nur ein paar Beispiele rausgenommen, was so im Laufe der letzten anderthalb Jahre uns über den Weg gelaufen ist, haben wir unterschiedliche Wege, wie bestellt wird. Es ist sehr unterschiedlich. Also auch im gleichen Unternehmen werden bestimmte Dinge unterschiedlich bestellt. Also es gibt hier ein Webformular, hier gibt es ein Papierformular und so was ganz anderes. Gibt es dann nochmal die einfache E-Mail, die zu schreiben ist, oder man muss ein Support-Ticket aufmachen. Das heißt, es gibt für den Endanwender nicht einen Kanal, in dem man IT-Service, eine Dienstleistung bestellt, sondern es gibt mehrere Kanäle und naja, er muss wissen, welchen er jetzt nimmt. Es ist nach wie vor auch so, und das wird auch in der Zukunft leider so bleiben, dass natürlich für die unterschiedlichen Angebote, die es gibt bei den IT-Services, auch unterschiedliche Verantwortlichkeiten gibt. Das heißt, ich werde nicht ein Active Directory-Konto bei jemandem bestellt, der mir ein Windows-Image auf einen Laptop drauf spielt. Also es gibt immer noch verschiedene Verantwortlichkeiten, zum einen wirtschaftlich, zum anderen aber auch von dem, wer was tut. Ja. Was man auch sieht, ist, dass selbst in Unternehmen, die produzieren oder andere Dinge tun, aber selbst nicht mit IT eigentlich am Hut haben, von ihrer originären Funktion, ein unheimlich wachsendes Angebot haben an IT-Services und Dienstleistungen, viel Bedarf haben, dort bestimmte Dinge zu bestellen. Das, was alle gemein haben, ist,
Es gibt in der Regel beim Austritt eines Mitarbeiters nicht irgendwo eine Inventurliste, in der draufsteht, das hat er mal bekommen, sondern es gibt in der Regel Checklisten, in denen der Vorgesetzte angehalten wird, den Mitarbeiter zu fragen, hast du ein Mobiltelefon bekommen? Ja oder nein? Hast du ein PC? Wurde der alte PC wieder abgegeben, wenn es mal einen neueren gab, nach Ablauf der Mietzeit? Das sind alles so Dinge, eine Übersicht über die Sachen zu haben, die er tatsächlich mal bekommen hat, ist sehr schwierig. Was wir auch sehen, ist, dass die Genehmigungswege für viele Dinge praktisch ein ähnlicher Genehmigungsweg ist, wenn nicht sogar ein gleicher Genehmigungsweg, aber auf unterschiedliche Weise ausgeführt wird. Sehr häufig, in der Regel fast immer, ist zum Beispiel der direkte disziplinarische Vorgesetzte immer der erste Genehmiger. Und dann nachher zum Beispiel zu einem Dateneigner oder zu einem Kostenstellenleiter zu kommen. So gibt es hier auch Überlappungen der Funktionalitäten, wenn wir jetzt IT-Services, innerhalb der IT-Services die Genehmigungen anschauen. Es gibt oft, oder sagen wir, vor einigen Jahren war das Thema ITSM, IT Service Management, ein sehr großes Thema und vor allem auch die Betrachtung der Verrechnung war dort ein großes Thema, die Kostenstellenverrechnung genau zu machen. Heute muss ich feststellen, dass es doch an sehr vielen Stellen die betriebswirtschaftliche Betrachtung sehr nachrangig ist, sondern dass es eher mal sehr wichtig ist, zum Beispiel für einen Austritt eine komplette Übersicht zu haben. Was hat er denn? Was hat er denn bekommen? Das heißt, die Verrechnung nicht im Vordergrund steht für das gesamte Vorhaben. Wenn wir jetzt mal IT-Service-Requests und Identity-Management aus einer rein fachlichen Betrachtungsweise anschauen, dann haben wir folgenden Zustand, dass wir in der Regel identische Genehmigungswege haben. Es ist schon klar, dass ich für, wenn ich eine zweistufige Genehmigung habe für ein bestimmtes Konto, also ein Active Directory-Konto oder nehmen wir mal ein Konto, um in der Buchhaltung Debitoren bearbeiten zu können, ja, dann habe ich unter Umständen eine zweistufige Genehmigung. In der ersten Stufe ist der Vorgesetzte, in der zweiten Stufe diese Genehmigung ist es zum Beispiel der Dateneigner oder der Abteilungsleiter der jeweiligen Fachanwendung. Ja. Wenn wir jetzt eine Hardware oder eine Software bestellen, dann kann das unter Umständen sein, dass es nur der Vorgesetzte genehmigt oder dann in einem zweiten Schritt noch ein Kostenstellenverantwortlicher zum Beispiel drüber schaut und das genehmigt. Das heißt, es kann schon sein, dass inhaltlich die Genehmiger unterschiedlich sind, aber faktisch, dass wir vom Ablauf her wir eine einstufige, zweistufige, maximal dreistufige Genehmigung haben, in der eigentlich über die Organisation oder über Fachverantwortungen schon klar definiert kann, wer ist denn der Genehmiger. Insofern gehe ich hier im Prinzip davon aus, dass die Genehmigungswege identisch sind. Die Personen, die es in Persona machen, sind mit Sicherheit unterschiedlich. Was ich auch möchte, ist, eigentlich möchte ich ein Portal, in dem ich alles bestellen kann und auch den aktuellen Bestand sehen kann. Als zum Beispiel als disziplinarisch Vorgesetzte zu sehen, was hat denn der alles jetzt, mein Mitarbeiter. Und ich habe vor allem identische Prozesse. Weil wenn ein Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, braucht er alle diese vier Dinge, was denn von dem IT-Service-Request. Und alle diese vier Dinge erfahren Änderungen über die Arbeitszeit. Und alle haben einen Austritt zu dem Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Das heißt, dieser Lebenszyklus, den ein Mitarbeiter im Unternehmen hat, dieser Prozess ist für alle Sachen innerhalb eines IT-Service-Requests identisch. Das bringt mich weiter zu dem Punkt, wie kann man die Sachen miteinander verbinden? Und das ist jetzt hier bezeichnet als technische Betrachtung, weil ich habe jetzt IT-Service-Request fachlich als eines betrachtet und möchte jetzt hier Ihnen vorstellen, wie das technologisch im Prinzip auf der Plattform Subnet Weaver Identity Management unter einen Hut gebracht wird. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist schon mal eins klar, naja, eine wichtige Information, wenn ich einen IT-Service
Request heutzutage bearbeiten möchte, ist die Information über die Organisation. Damit meine ich im Speziellen, was ist zum Beispiel der disziplinarische Vorgesetzte oder wer ist zum Beispiel Kostenstellenleiter von irgendeiner bestimmten Abteilung. Und hier ist es so, dass wir aus dem Identity Management Gesichtspunkt schon traditionell eigentlich eine Anbindung an das Personalwesen haben, an das sogenannte Human Resource System, das SAP HR. Und von dort die Informationen auch über die Organisation erhalten, auch über die Mitarbeiter, die es im Unternehmen hat. Und vor allem erfahren wir etwas über den Lebenszyklus dieser Person. Nämlich zum einen, wenn es eine organisatorische Änderung gibt, das heißt die Person von einer Abteilung in die andere Abteilung wechselt, wo es in der Regel viele seiner IT-Services behält, aber vor allem dann auch der Austritt. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, können wir dann darauf reagieren. Also im Identity Management hat man heute schon die Informationen über solche Dinge. Das SAP Identity Management hat ein sehr offenes Datenmodell, was es sehr einfach macht, auch IT-Services in jeder Art und Weise darzustellen und auch bestellbar zu machen. Und das Identity Management selbst kann auch eine Oberfläche zur Verfügung stellen, indem man den IT-Services-Katalog, ja, weil ich habe ja dann nicht nur ein Active Directory-Konto und ein Konto in einem SAP-Mandanten, sondern ich habe ja dann auch bestimmte Artikel wie Software, Hardware, Microsoft Office oder sowas. Und da habe ich ja dann natürlich verschiedene IT-Services, die, so wie ich jetzt mal in der Gesamtheit genannt habe. Und die muss ich natürlich verwalten. Das heißt, ich muss natürlich das Angebot, das ich anbiete, muss ich natürlich verwalten. Es werden Beschreibungen von bestimmten Laptops ändern sich zum Beispiel oder auch bestimmte Software wird rausgenommen, kann man nicht mehr neu bestellen, hat man aber noch. Ja, kann man also praktisch wieder zurückgeben, abgeben. Ja, kann man aber nicht neu bestellen. Diese Pflege dieses Katalogs, ja, ist auch möglich über das Identity Management, über die eigentliche Identity Management-Oberfläche durchzuführen. Also können Sie auch den Katalog dann verwalten und können auch diese Verwaltung delegieren. Also Sie können praktisch die Pflege des Katalogs auch wieder aufteilen auf verschiedene Verantwortlichkeiten. Hinzu kommt, dass das Identity Management grundsätzlich in der Lage ist, andere, in Anführungszeichen, Systeme zur Erfüllung der Bestellungen anzubinden. Das heißt, entweder ein E-Mail zu schicken, in ein Ticketing-System oder auch unter Umständen in einer Datenbank einen bestimmten Eintrag zu hinterlassen. Hier geht es aber primär wirklich darum, die Bestellung einmal aufzugeben, dass sie auf den Weg gebracht wird. Ziel ist es, eine technologische Plattform zu haben, die allerdings natürlich schon zum Ziel hat, dass ich für den Endanwender, für die Bestellung und die Verarbeitung und Bearbeitung von IT-Service-Requests nur eine einzige Oberfläche habe. Das heißt, nicht durch die Landschaft springe und über verschiedene Anwendungen hüpfe, sondern wirklich alles in einem Topf habe. Das Ganze soll verfügbar sein natürlich oder ist verfügbar als Employee Self-Service und Manager Self-Service. Das heißt, ich für mich selbst oder ich für jemanden anders. Das mal grafisch dargestellt, wie das Ganze aussieht. Die Grundlage ist ein Subnet Weaver Identity Management, auf welches wir dann aus der Argumento als Suite heraus das IT Service Request Modul draufsetzen. Und rechts sehen Sie dran so ein kleines unscheinbares rotes Kästchen mit der Service-Katalog-Definition. Ich denke, das ist die größte Herausforderung in solchem Projekt. Das ist nicht unbedingt eine Oberfläche zu haben. Klar, die Oberfläche sollte ansprechend sein und intuitiv bedienbar sein, um den Schulungsaufwand minimal zu halten. Das Anbinden von Systemen unten an der unteren Schicht, in diese grauen Boxen, ist auch ein Punkt, der wichtig ist. Aber das alles Entscheidende ist nachher eigentlich Ihr Servicekatalog. Das heißt, was bieten wir den Mitarbeitern an. Und die Projekte zur Einführung solcher Lösungen arbeiten hauptsächlich darauf, was ist denn eigentlich unser Servicekatalog? Was sind die IT-Services, die wir anbieten?
Und dabei muss man auch immer berücksichtigen, dass diese IT-Services auch selbst einem Lebenszyklus unterliegen. Ja, also wenn ich eine bestimmte Beschreibung einer bestimmten Hardware habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich in einem Jahr diese Hardware so nicht mehr bei den Anwendern ausrollen werde, sondern es wird eine neuere Hardware sein oder ein anderes Modell oder sonst irgendwas. Und da muss man diesen Katalog zum einen erstellen und zum anderen auch natürlich kontinuierlich pflegen. Kommen wir zur Benutzeroberfläche. Alle, die hier teilnehmen und Subnet Viva Identity Management in ihrer traditionellen WebGenPro-Oberfläche kennen, sagen, ja, gefällt mir nicht so, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich hier jetzt verschiedene IT-Services bestellen können soll, wie ich das jetzt meinen Anwendern draußen als ein und alleiniges System verkaufen soll. Deshalb haben wir hierfür für diese Lösung speziell für das Argumento eine Oberfläche entwickelt, die dazu da ist, um die IT-Service-Request-Bestellungen einfach und auch ein Stück weit intuitiv aufzunehmen. Und dabei haben wir folgende Kriterien waren dabei wichtig. Zum einen wollten wir ein Warenkorbsystem, das heißt, man sucht mehrere Dinge aus und legt die in einen Warenkorb. Wir reden hier von Artikeln, das heißt, wir reden hier nicht nur unbedingt von einer Berechtigung oder einem SAP-Konto auf einem bestimmten Mandanten, sondern wir reden von Artikeln. Haben einen geführten Bestellungsprozess in diesem Warenkorb, den kann man dann im Prinzip nochmal modifizieren, kann Dinge rauslöschen, kann neue hinzufügen und dann die Bestellung abschicken. Es wurde sehr viel darauf investiert, die Bedienung etwas intuitiv zu machen, was heutzutage sehr unterschiedliche Meinungen gibt, was ist intuitive Bedienung und was ist einfach zu bedienen. Also im Zuge der vielen Apps und neuen Web-Applikationen haben wir uns ein klein wenig zurück oder sind wir 2 Schritte zurückgemacht und haben erstmal Forschungsergebnisse, die hauptsächlich aus dem Gesundheitsministerium der USA finanziert wurden von Universitäten, uns angeschaut und dann die Vorgaben, die dort gemacht wurden, ein Stück weit umzusetzen und zu sagen, das sind die Richtlinien, warum und wieso sollte eine Oberfläche so aussehen. Und uns nicht unbedingt an modischen Trends zu unterwerfen. Wichtig war das Thema Mehrfachbestellungen, das heißt, durch das Warenkorbsystem bestimmte Dinge mehrfach bestellen zu können, auch eine Kombination machen zu können. Dazu gehört auch, dass wir die Möglichkeit haben, verschiedene Artikel miteinander zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich einen Arbeitsplatz definieren kann und in dem Arbeitsplatz sind dann gleich mehrere Dinge drin. Also in dem Arbeitsplatz ist dann nicht nur der PC drin, sondern zum Beispiel auch das Office zum Arbeiten. Ja, und auch bestimmte Konten, die man dazu braucht, also ein Active Directory-Konto. Das heißt wirklich, die Dinge, die jemand braucht, zu bündeln, ja, übergreifend. Ein nächster wichtiger Punkt war, dass wir für bestimmte Artikel unterschiedliche Kontexte anbieten können. Das heißt, sozusagen Konfigurationsparameter. Das heißt, ich möchte eine Berechtigung oder ein Gruppenlaufwerk und das möchte ich jetzt nur für einen bestimmten Standort, dass ich dann den Standort auswählen kann. Ja. Also so verschiedene Dinge, um die Artikel im Prinzip konfigurieren zu können und diese Kontexte sind jetzt sozusagen nicht frei vergeben, sondern die werden vorher mitgegeben, dass dieser Artikel hat die 2, 3 Kontexte, können Sie auch Merkmale bezeichnen mit diesen vorgegebenen Werten, woraus dann die Bestellung abgeleitet wird. Das Ganze haben wir auf aktueller Technologie der SAP, dem sogenannten UI5, gebaut, in dem die SAP dann auch selbst sehr, sehr viele Oberflächen gebaut hat. Einen nächsten Schritt möchte ich Ihnen kurz anhand ein paar Impressionen geben, wie das Ganze aussieht, wie das ganze System funktioniert. Also zum einen haben wir es ist eine webbasierte Oberfläche, in der wir vor allem auf der linken Seite eine Art Navigationsleiste haben, in der wirklich alle Punkte, die es gibt, im Prinzip frei zur Verfügung sind und die von einem Punkt in einen anderen Punkt frei springen können.
Auf der Startseite sind diese nochmal in Form von Icons, wie man sie jetzt heute aus Apps kennt zum Beispiel, auch wiederzufinden in den verschiedenen Kategorien. Was wir haben, ist im Prinzip mein Arbeitsplatz. Das ist sozusagen der Employee-Self-Service. Das ist das, was ich für mich beantragen kann. Und für jemanden, der Mitarbeiter in der Verwaltung hat oder externe Mitarbeiter in der Verwaltung hat, gibt es noch die Kategorie Mitarbeiterverwaltung. Das heißt, hier kann ich die Kunden meiner Mitarbeiter und die Anfragen meiner Mitarbeiter bearbeiten. Wie sieht so eine IT-Service-Bestellung aus? Hier ist es sehr hierarchisch strukturiert. Das heißt, ich habe bestimmte Dienste, die ich bestellen kann, oder bestimmte IT-Dienstleistungen, die ich bestellen kann. Hier habe ich zum Beispiel einen Office Workplace, ja, also im Prinzip einen Büroarbeitsplatz. Und hier sehen Sie schon im Prinzip das Bundle. Das ist im Prinzip ein Notebook mit einem Office zusammen. Das kann jetzt natürlich beliebig erweitert werden. Ja, es ist da in dieser Stelle sehr flexibel und hängt von der Definition des Katalogs ab, den Sie für sich benötigen. Und auch diese gesamte Struktur bildet im Prinzip den Katalog ab. Beim Bauen des Katalogs sollte man, also man kann das, hier sehen Sie nur eine Ebene, man kann das beliebig viele Ebenen tief machen, das empfiehlt sich aber nicht sehr, weil das bringt den Anwendern eher durcheinander. Mehr wie zwei oder drei Ebenen sollte man da nicht tun. Auch hat man oben noch die Möglichkeit, eine Volltextsuche zu machen, bestimmte Artikel zu finden. Wenn man einen Artikel in den Warenkorb legen will, gibt es noch die Möglichkeit, den Artikel zu konfigurieren. In diesem Fall brauche ich hierfür nur den Anforderungsgrund mitzugeben, aber hier an dieser Stelle würde man zum Beispiel verschiedene Kontexte auch mitgeben können, um den Artikel jeweils näher zu spezifizieren. Wenn der Artikel dann in den Warenkorb gelegt wurde, gibt es hier einen Warenkorb, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Dort ist es möglich, den Artikel natürlich noch zu löschen oder ihn nochmal zu editieren. Es wird auch immer der Empfänger mit angegeben. Der Warenkorb gilt im Prinzip für den Employee Self Service wie für den Manager Self Service gleichwohl. Das heißt, wenn ich für mehrere Mitarbeiter diesen Office Workplace bestellen würde, würde für jeden Mitarbeiter hier eine Zeile erscheinen. Neben der Bestellung geht es auch darum, die eigentlichen Stammdaten, die persönlichen Daten verwalten zu können. Das heißt, es geht auch, das ist jetzt der sehr stark Identity Management lastige Teil, in dem ich einfach meine persönlichen Daten, meine Kontaktdaten, die Daten, die ich selber ändern darf, hier zu ändern. Auch hier ist die Oberfläche sehr, sehr flexibel und würde sich erstmal nahtlos integrieren an das, was Sie im Identity Management für Ihre heutige Benutzer- und Berechtigungsverwaltung machen. Das heißt, hier werden tatsächlich die Tasks, die Sie für den Employee Self-Service nehmen, die können dafür herangezogen werden, um genau diese View dann aufzubauen, inklusive der Berechtigungen. Wenn ich in den Bereich der Mitarbeiterverwaltung gehe, sehe ich die Mitarbeiter, die ich im Prinzip verwalte in meinem System. Oder vielmehr, die, für die ich zuständig bin. Also ich sehe natürlich so wie in der klassischen Identity Management Oberfläche über die Organisation gesteuert, sehe ich nur die Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, intern sowohl auch extern. Auch für die kann ich erstmal nur Anträge stellen. Die Sichtbarkeiten sind hier, also für wen kann ich bestellen und was kann ich bestellen. Die Sichtbarkeiten werden ausschließlich über das Identity Management geregelt und nicht in der Oberfläche. So, lassen Sie mich das Ganze nochmal zusammenfassen. IT Service Requests sind die Zusammenfassung von einer Bestellung von Hardware, Software in den Kunden, Identitäten und von IT Services. Die Mechanismen, die Genehmigungswege, die Vertreterregelungen und die Eskalationen können dann über alles hinweg wiederverwendet werden. Also oder werden überall auch gleich angewendet. Ja, weil wenn ich ein Genehmiger bin für eine Hardware, dann
brauche ich die Möglichkeit, einen Vertreter für meine Genehmigung benennen zu können. Und es muss eine Eskalation geben, wenn eine Genehmigung innerhalb von 7 Werktagen zum Beispiel oder 5 Werktagen nicht bearbeitet wird. Das heißt, diese Mechanismen sind grundsätzlich überall übergreifend gleich. Ja. Es gibt eine einfache Anbindung von Zielsystemen, das nennt man auch das Request Fulfillment. Also wie komme ich dann zu meiner Hardwarebestellung? Ja, das lässt sich erstmal über einfache Bordmittel realisieren. Es geht darum, ein Beispiel wäre, dass man zum Beispiel ein Ticket generiert in einem Ticketing-System, in dem dann tatsächlich dann auch die Hardware dann bestellt wird. Hier gilt es auch darum zu analysieren, wie laufen denn heute Ihre Bestellwege, wie machen Sie denn das heute und wie können wir uns dort nahtlos rein integrieren und an welchen Stellen sagen Sie, naja, war noch nie gut, will ich ändern. Es ist aber davon abzuraten, alles auf einmal ändern zu wollen. Das heißt, es ist oft sinnvoller, bestimmte Dinge einfach so aufzubauen und so zu integrieren, wie es heute ist und an wenigen Stellen nur zu ändern. So, an dieser Stelle dürfen Sie mir gerne eine Frage stellen. Sie können einfach in dem Chatfenster unten Ihre Frage So, ich habe hier eine Frage. Die Frage ist, wie das mit den Lizenzgebühren aussieht für das Identity Management und für das Agimento ITSA. Das ist wie folgt so, dass Sie natürlich eine volle Lizenz vom Identity Management brauchen, von der SAP. Und wir das nicht über einen, kann man sagen, also es gibt ja diese kostenlose Nutzung des Subnet Viva Identity Management im Zusammenhang der ZBV. Das ist natürlich ja nicht gegeben, weil wir hier natürlich viele Dinge tun und anbinden, die so jetzt nicht im ZBV-Kontext sind. Das heißt, hierfür fallen die Lizenzen an. Wenn Sie das Produkt schon lizenziert haben, ist das kein Problem, weil es wird lizenziert für jede Identität, die darin verwaltet wird. Und so ist es dann natürlich auch zu sehen. Ja, die verwalten ja in der Regel alle Identitäten. Bezüglich dem Agimento IT Service Request Modul würde ich Sie bitten, auf den zuständigen Vertriebspartner der IT Solutions zuzugehen, beziehungsweise einen Vertriebsbeauftragten. Oder Sie können auch mich kontaktieren, können Sie dann weiterleiten. Da sind wir flexibler, sage ich mal, wie die SAP. So, gibt es noch weitere Fragen? So, es gibt keine Fragen mehr. Dann würde ich dann überleiten, möchte mich herzlich bedanken für die Teilnahme an diesem Webinar. Sie können die Aufzeichnung des Webinars unter YouTube runterladen. Die Folien dazu werden jetzt im Anschluss daran auf Slideshare hochgeladen. Und weitere Webinartermine können Sie unter ibsolution.de/Veranstaltungen finden und ich würde mich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und einen schönen Freitag und wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende. Wiederhören.